Hey Leute und willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. In diesem Video klären wir alle wichtigen Fragen rund um das Elementarofen-Event. Welche Belohnungen es gibt, wie das Event funktioniert, wo das Event startet und natürlich, ob sich dieses Event lohnt. Und das nehmen wir auch direkt vorweg, denn meiner Meinung nach lohnt sich dieses Event zu 100% und in dem Video werden wir klären, warum es sich lohnt. Wenn dir das Video gefallen sollte, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und wenn du schon mal dabei bist, dann aktivier doch die Glocke, damit du auch in Zukunft keine dieser Videos mehr verpasst. Also, legen wir doch direkt los und zwar, wo startet das Event? Das Event startet in Mondstadt und zwar müsst ihr mit Team Aeos reden und er gibt euch diese Quest. Ich habe die Quest natürlich schon angenommen und schon durchgeführt, aber ich wollte euch nochmal kurz zeigen, wo ihr die Quest annehmen könnt. Team Aeos wünscht uns, bei dem Tempel der 1000 Winde zu treffen, also müssen wir dann nur noch hinreisen. Er wartet auch schon auf uns an dem Ofen. Nachdem wir mit ihm gesprochen haben, ist das Event praktisch freigeschaltet. Ihr könnt nun eure Freunde einladen, um das Event halt mit denen gemeinsam zu spielen, denn man kann es nicht alleine spielen. Wenn ihr jetzt aber keine Premade-Gruppe habt, dann könnt ihr auch einfach das Matchmaking-System nutzen und halt zufälligen Spielern joinen, um dieses Event gemeinsam zu spielen. Das klappt auch ganz gut, das habe ich bereits getestet. Die Wartezeiten sind gefühlt nicht existent. Sobald ihr der Spielwelt eines anderen Spielers beigetreten seid, geht das eigentlich auch schon los. Ihr könnt halt auch schon laufenden Events joinen, dass das funktioniert. Und falls ihr euch wundert, welcher Weltenrang vorhanden ist, das kann halt maximal euer eigener sein. Wenn ihr aber halt zum Beispiel Weltenrang 2, 3, 4 seid, dann kann das natürlich auch Weltenrang 1 sein. Und dementsprechend ist das Event für euch dann natürlich etwas einfacher, weil die Gegner ja nicht so viel aushalten und ihr dann wahrscheinlich eh andere Gegner gewohnt seid. Mir wurde auch schon gesagt, dass gerade das Event auf Weltenrang 3 und 4 gar nicht so leicht sein soll, weil die Gegner echt schon ordentlich was aushalten. Und das ist gerade interessant für das Alchemiebuch, was wir uns gleich noch anschauen und es hat mit den Belohnungen zu tun. Dann ansonsten erstmal generell, wie das Event funktioniert. Also es spawnen nach und nach Gegnergruppen, es läuft ein Timer am oberen Bildschirmrand, diese Leiste, die ihr da seht, die füllen wir nach und nach auf. Das funktioniert, indem man Elementarteile halt sammelt, die auf dem Boden liegen, die sind eigentlich auch nicht zu übersehen. Die spawnen meistens, nachdem eine komplette Gegnergruppe besiegt wurde oder halt zwischendurch mal so vereinzelt und dann müsst ihr halt drüber laufen, dadurch sammelt ihr sie ein, wirklich nur drüber laufen, ihr müsst nichts drücken und dann bringt ihr sie zurück zu dem Elementarofen. Beachtet dabei, dass ihr gleichfarbige sammelt, also wenn ihr zum Beispiel Blitz bei euch tragt, dann lauft nicht über Feuer zum Beispiel, weil sonst verliert ihr sie. Und soweit ich weiß, kann man maximal 3 bei sich tragen. Also sobald ihr 3 habt, bringt sie zum Ofen und je mehr ihr bei euch tragt, umso mehr von der Leiste füllt man halt oben auf. Ihr seht zum Beispiel jetzt gerade auf dem Screen, dass unter dem Timer ist das Wasserelement explizit angezeigt. Und wenn man zum Beispiel in der Zeit Wasserelement sammeln würde, dann würde man für die obige Leiste einen Bonus bekommen. So, und das Ziel ist es eigentlich nur, die gelbe Leiste, die unter Elementarofen steht, komplett bis nach rechts zu füllen und dann hat man das Event geschafft. Werfen wir nun also einen Blick auf die Belohnungen, die wir bekommen, wenn das Event erfolgreich abgeschlossen wurde. Und um die Belohnung einzusammeln, brauchen wir Hearts, und zwar 40 an der Zahl. Wir bekommen die standardmäßigen 200 Abenteuerrang-Erfahrungspunkte, die es halt immer gibt, wenn man 40 Hearts einsetzt. Wir bekommen ein bisschen Freundschaftserfahrungspunkte und wir bekommen Schriftrollen für Charaktererfahrungspunkte. Und wenn wir diese Schriftrollen jetzt einfach mal mit der Menge vergleichen, die wir von der Blüte der Offenbarung bekommen, dann sind das ein paar mehr. Das heißt, wenn ihr unbedingt Charaktererfahrungspunkte benötigt und diese Schriftrollen benötigt, dann lohnt es sich aktuell während dieser ganzen Eventzeit eher das Event zu spielen und für das Harz sich dort die Schriftrollen zu holen als die Blüte der Offenbarung. Also merkt euch das. Als nächstes schauen wir uns das Alchemiehandbuch an und das ist exakt der Grund, warum aus meiner Sicht sich dieses Event zu 100% lohnt, denn diese Belohnungen könnt ihr einsammeln, auch ohne Hearts anzuwenden. Ihr könnt das Event so oft spielen, wie ihr möchtet. Ihr braucht dafür kein
Harz. Das Harz ist wirklich nur für die paar Schriftrollen und die Abenteuerrang-EP, aber das Alchemiebuch, das könnt ihr komplett clearen, ohne auch nur ein bisschen Harz eingesetzt zu haben. Und das finde ich, das ist ganz in Ordnung. Und insgesamt bekommen wir da 300 Urgestein raus, was wir zu jeder Zeit gebrauchen können. Und was super interessant ist, ist, dass 3 von den Erfolgen aus dem Alchemiehandbuch auch saisonale Erfolge für den Ereignispass sind. Und die bringen uns fast 5000 Erfahrungspunkte für den Ereignispass, die nicht in die wöchentlichen Erfahrungspunkte reinfallen. Man kann diese Woche somit bis zu 15.000 Ereignispass-Erfahrungspunkte machen. Und an sich sind diese Aufgaben halt auch super leicht zu erfüllen. Also wir haben am Montag eine 3-Stunden-Session gespielt und ihr seht meinen Fortschritt. 2 sind abgehakt, das eine ist nur nicht fertig, weil ich permanent einen Bug hatte, dass ich nichts einsammeln konnte. Und von daher sind, also gefühlt sind das geschenkte 5 Level, die wir für den Ereignispass bekommen. Und wir alle wissen, dass der Ereignispass gar nicht so leicht ist, zu vervollständigen. Also Level 50 ist eh sehr utopisch, ohne dass man, ich sag mal, Geld ausgibt, um ja, Harzeinsatz sich zu kaufen, so gesehen für Urgestein und. Und da kommt natürlich jedes Level, was wir dort irgendwie geschenkt kriegen können, in Anführungszeichen geschenkt, oder halt uns verdienen können, das sollten wir alles mitnehmen. Und alleine aus diesem Grund solltet ihr dieses Event auf jeden Fall nicht vernachlässigen, sondern spielen. Es sind wirklich gerade diese 5000 oder sind diese 5 Level für den Ereignispass und die 300 Urgestein sind ein sehr, sehr guter Grund. Natürlich neben dem Spaß, den das Event gemacht hat, denn gerade wenn ihr es mit Freunden Koop spielen könnt oder mit Leuten, die ihr, mit denen ihr in einer Party seid im Voice Chat, macht das Ganze schon Spaß und zeigt einfach, in welche Richtung Genshin Impact auch in Zukunft gehen wird, wenn sie uns mehr von solchen Koop-Aktivitäten geben. Und da habe ich persönlich richtig Lust drauf. Also von daher meine ganz klare Empfehlung, versucht es mit Leuten im Voice-Chat zu spielen, denn dadurch macht das Farmen dieser Achievements für das Alchemie-Handbuch natürlich nochmal viel mehr Spaß. Also hier dann die klare Ansage, wenn ihr noch nicht in unserer PSN-Community seid, kommt gerne rein. Der Name steht in der Beschreibung, um mit Gleichgesinnten spielen zu können. Dasselbe gilt für unseren Discord, auch den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Tritt gerne bei. Wir sind mittlerweile über 300 Spieler auf PC, Mobile, auf PlayStation. Von daher, da ist eigentlich für jeden irgendwas dabei. Sucht Mitspieler, um dieses Event auf jeden Fall nicht zu verpassen, um es zu spielen und es nicht nur zu spielen und abzuhaken, sondern halt auch noch eine Menge Spaß dabei zu haben. Zu guter Letzt noch eine kurze Erklärung oder ein Tipp, was dieses Achievement hier betrifft, denn wie ihr seht, ist das Tooltip abgeschnitten. Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst das Event in unter 3 Minuten schaffen und das muss auf eurer aktuellen Weltenrangstufe sein. Das heißt, wenn ihr Weltenrangstufe 2 seid und ihr macht das auf Weltenrangstufe 1, weil ihr irgendjemandem beigetreten seid, dann zählt das nicht, wenn ihr es unter 3 Minuten schafft. Also es muss auf eurer Weltenrangstufe sein. Und nochmals klarer Tipp oder Empfehlung, wenn ihr Level, also Abenteuerrang 28 oder 29 sein sollt, ihr seid kurz vor 30, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze noch zu machen, bevor ihr Weltenrang 3 werdet. Denn, wie eben schon mal erwähnt, es wird wohl sehr viel schwerer, das zu schaffen. Also nutzt es aus, dass ihr Weltenrang 2 seid, um das Event noch abschließen zu können. So, Leute, also auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit diesem Event, was mir persönlich wirklich gefällt. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg mit den Belohnungen, mit den Erfahrungspunkten für den Ereignispass. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.